Liebe Carster, Büttger, Holzbüttger, Forster und Riecher, herzlich willkommen zu Uschis Woche. Es war wieder einiges los. Liebe Holzbüttger, ich hoffe, dass ihr ganz schön Freitag und Samstag gefeiert habt. Heute, jetzt, wo ich es aufnehme, ist es Freitag, es ist noch kein Mensch da, aber die Vorbereitungen laufen, es steht schon alles. Und ich hoffe, dass ihr eine wunderschöne Zeit habt und wir sehen uns nächstes Jahr beim Schützenfest in alter Frische und dann feiern wir richtig. Und wisst ihr, wen ich gerade noch getroffen habe? Den lieben Rolf. Und wisst ihr, was der mir jetzt ganz druckfrisch geben wird? Ein neues Was ist los, wie alle 2 Monate. Hallo. Super, und ich nehme es mit ins Rathaus. Freut euch drauf. In den Hochwassergebieten wird weiterhin viel, viel Hilfe gebraucht. Und ich freue mich, dass die Carster Musiker sich zusammengetan haben, um ein Benefizkonzert am Sonntag zu geben. Anrufen, hinkommen und dann eine große Spende abgeben, das wäre der Wunsch. Ist nicht cool? Ein Brief von einem kleinen jungen Mann an die Bürgermeisterin. Total süß. Hat er mir dann bei meiner Sprechstunde, die ich neu eingeführt habe, auf dem Rathausplatz in Karst, mittwochs von 10 bis 12 Uhr bis Ende August, gegeben. Offiziell überbracht mit seiner ganzen Familie. Wir schauen mal. Ich habe schon gelesen und ich hoffe, dass ich dem Kleinen weiterhelfen kann. Würde mich sehr darüber freuen. Also, wenn Sie ein Anliegen haben, jeden Mittwoch bis Ende August auf dem Marktplatz in Karst von 10 bis 12 Uhr. Ein wunderbarer Carster ist von uns gegangen. Lieber Dieter, tausend Dank für alles, was du für den Senioren, aber auch die Menschen in dieser Stadt getan hast. Ruhe in Frieden. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt negativ.